Servus und herzlich willkommen zur Sportarena mit einem Gast, der zum 10. Mal heute da ist. Wir machen also ein rundes Jubiläum. Er erfreut die Tennisfans, indem er die Weltelite hier nach München holt. Und er erfreut 100 Frauen, indem er mit ihnen Champagner trinkt. Alles das sind heroische Leistungen, die Patrick Kühnen vollbringt. Servus. Ja, servus. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ja, 10 Jahre ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, muss man sagen. Ging schnell. Und vor allen Dingen ist für mich ein kleiner Wermutstropfen, dass nach wie vor du weniger Zeit in der Maske benötigst als ich. Das freut mich persönlich sehr. Das dachte ich mir. Ist es für dich jetzt ein besonderes Turnier dadurch? Also nicht nur, weil du sagst, okay, ich bin jetzt schon seit 2008 Turnierdirektor, sondern weil in diesem Jahr mit Abschied zum Beispiel Tommy Haas, mit Ehrung von Boris Becker, es ist ja auch noch mal wirklich viel, viel drumherum geboten. Also es ist immer ein sehr emotionales Turnier. Dieses Jahr natürlich mit dem Abschied von Tommy Haas von der Tour hat es einen besonderen Stellenwert für uns, für Tommy Haas und sicher auch für die Tennisfans. Ich freue mich auch, dass Boris Becker vorbeikommt. Er war vor 2 Jahren schon mal da. Dieses Jahr wird er wieder da sein auf der Anlage. Und insgesamt haben wir natürlich auch, und das ist immer unser Anspruch, die deutsche Tennis-Elite am Start. Und dazu natürlich eine Mischung aus internationalen Topstars. Das FIU-Trio ist zum Beispiel auch da. Insofern ist es vom ersten Tag an spannend. Und das ist sportlich immer unser Ansatz. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Lass uns doch mal gleich anhand der Teilnehmer so ein bisschen das Turnier abarbeiten und bei Tommy Haas bleiben. Er ist bereits in der Stadt, ist vergangene Woche gelandet, trainiert. Wie fit ist er? Was macht er für einen Eindruck? Er macht einen guten Eindruck. Er hat in den vergangenen Wochen eine stark aufsteigende Tendenz eben auch gezeigt. Hat, wie ich finde, ein sehr gutes Turnier gespielt in Monte Carlo mit einem glatten Erstrundensieg gegen Benoit Paire, der sehr unangenehm zu spielen ist. Und hat dann sehr knapp verloren gegen Thomas Berdych, der in der Weltspitze auch zu finden ist. Und Tommy Haas ist, wenn man ihn kennt, immer bis in die Haarspitzen motiviert und wird sicherlich hier am Ormeister alles geben bei seinem letzten Auftritt, um möglichst weit zu kommen. Was traust du ihm persönlich noch zu? Ich meine, er hat so viele Leidensgeschichten gehabt, Schulterverletzungen, immer wieder Rückschläge. Er ist ja eigentlich der Comebacker schlechthin im deutschen Tennis, auch im internationalen Tennis wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt keinen Spieler aus internationaler Sicht, der so zurückgekommen ist wie Tommy Haas. 2003 war er bereits 18 Monate mal verletzt, hatte keine Weltranglistenplatzierung mehr, hat es wieder geschafft in die Top 10, hat sich immer wieder zurückgekämpft. Und diese langen Verletzungsphasen haben ihm natürlich Zeit genommen auf der Tour, um seine Position zu verstärken. Aber Tennis ist seine Leidenschaft und ich bin absolut davon überzeugt, dass er hier gut spielen wird, alles geben wird, wenn das Wetter ein bisschen mitspielt. Schwer zu sagen, Tommy Haas ist immer für eine Überraschung gut und kann sicherlich auch weit kommen, wenn die Umstände passen. Ich bin mir sicher, dass er top vorbereitet antreten wird und alles geben wird. Er wird es erstmal am 1. Mai spielen. Geplant ist ein Auftritt für ihn am 1. Mai. Am Feiertag und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass die Fans ihn dort unterstützen werden. Gibt es überhaupt noch Karten? Also gerade jetzt Wochenende, 1. Mai, Feiertag, ihr müsstet wahrscheinlich schon ganz schön tief in die Kiste greifen, um noch was rauszuzaubern. Ja, es wird langsam eng. Also wir sind Samstag, Halbfinaltag und Sonntag am Finaltag ausverkauft bereits, was uns natürlich sehr freut. Es gibt für alle anderen Tage, gibt es noch Tickets, aber natürlich ist der Feiertag wie auch die Tage in der Woche so langsam in der Situation, wo man merkt, das Turnier kommt, das Turnier geht los und der Ticketverkauf zieht an. Generell, ihr habt ja so viele Deutsche dabei, wie seit ein Dutzend Jahren nicht mehr. Maxi Madra hat eine Wildcard bekommen, der Mann hier von der Tennisbase aus Oberhaching. Florian Mayer wird da sein, Tommy, das haben wir gerade gesagt. Philipp Kohlschreiber, dann stimmt auch die Laune im Umfeld. Alexander Zverev wird da sein. Klar. Da gucken natürlich viele, ob der jetzt schon, ich möchte mal sagen, wirklich das Zepter übernehmen kann und schwingen kann. Wer von denen ist so dein Kandidat? Tommy, hast du ja gesagt, hat vielleicht so noch einen Petto, aber dem du ein Halbfinale, vielleicht Finale zutraust. Ja, das ist wirklich sehr spannend. Also Philipp Kohlschreiber, das braucht man nicht erwähnen, hat hier im Ormeister überragend gespielt in den letzten Jahren, hat das Turnier 3-mal gewonnen. Also wenn man über einen Turniersieger spekuliert, dann muss man auch Philipp Kohlschreiber auf seiner Liste haben. 5-mal Finale gestanden. Genau, 5-mal Finale, 3 Siege. Alexander Zverev ist natürlich eins der international größten Talente. Ihm traut man den Sprung in die ersten 10 der Welt dieses Jahr zu. Mich würde es nicht stören, wenn das hier in München geschehen würde, wenn er so gut spielen würde, dass er hier einen ordentlichen Satz an die ersten 10 heranmachen würde. Dazu kommt Florian Mayer, der bereits im Finale stand. Ein Dustin Brown ist immer für eine Überraschung gut. Ja, und Tommy Haas wird sicherlich, wie eben bereits angesprochen, alles geben, um auch vorne mitzuspielen bei der Vergabe um Titel. Es geht um 540.000 Euro Gesamtpreisgeld. Das ist wirklich eine große Hausnummer. Genau. Gegen wen geht es für die deutschen Stars? Naja, es geht gegen Gael Monfils, gegen Roberto Bautista Agut und gegen Fabio Fognini. Eben angesprochen, 3 Spieler des FIU-Teams. Dazu kommt Fognini war schon mal Finalist. Also Fognini, der stand auch schon mal ganz knapp davor, genau, das Ding nach Hause zu bringen. Fognini war 2014 Finalist. Roberto Bautista Agut war vor 2 Jahren einmal da, hat Halbfinale gespielt. Und Gael Monfils ist natürlich auch ein Spieler, der bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitzusprechen hat. Insofern wird es sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich denke, dass es ab dem ersten Tag sehr, sehr spannend sein wird und dass die Tennisfans sicher gut beraten sind, früh rauszukommen, um live dabei zu sein, wenn es zur Sache geht. Es ist, man sagt, das erste große Sandturnier, Sandplatzturnier in Deutschland dann, ATP-Auftakt mehr oder weniger auf diesem Belag. Und ihr werbt mittlerweile mit dem Namen das härteste
Sandplatzturnier der Welt, weil wir haben es vergangene Woche erlebt, da wart ihr am Flughafen, da waren Flori Meier mit dabei, Maxi Matra, 5 Grad, Patrick Kühn war der Einzige in kurzer Hose, also ein ganz harter Hund. Jetzt plötzlich haben wir wieder 20 Grad, am Wochenende soll es schon wieder kalt werden. Gut, wir haben das die letzten beiden Jahre erlebt, das Wetter ist nie vorhersagbar, aber im letzten Jahr zum Beispiel hat es zur Qualifikation Schneeschauer gegeben und klar ist das eine schwierige Situation für die Spieler, die das sehr gut gemeistert haben, ebenso wie die Fans. Da muss man wirklich nochmal ein Kompliment aussprechen an alle Fans, die rauskamen, vor allem am Quali-Wochenende bei den Temperaturen. Ja, und dann ging es eben bis zum Finalwochenende stetig wärmer in den Temperaturen zu und wenn man das alles durchsteht, diese Herausforderung, die ein Spieler dann zu meistern hat, die haben uns dazu gebracht, das Thema aufzunehmen. Wetter ist immer ein Thema, vor allem zu der Jahreszeit in Deutschland. Und auch immer bei unserem Turnier. Insofern haben wir jetzt eine Lederhose für den Sieger. Ja, angelehnt an die Übergabe des grünen Jacketts in Augusta gibt es bei uns die Lederhose zu gewinnen. Und die haben wir jetzt. Das grüne Jackett, genau, ja, bei euch das grüne Jackett, genau. Und jetzt haben wir die Lederhose in einen Eisblock gefasst. Das ist für uns so quasi das Thema, was wir uns zu Herzen genommen haben. Und wenn das Wetter so gut sein sollte, dass das im Verlauf der Turnierwoche alles schmilzt und am Schluss der Sieger die Lederhose anzieht, dann freuen wir uns alle über ein erfolgreiches Turnier. Wer zieht denn freiwillig eine klatschnasse, durchgefrorene Lederhose an? Ich glaube, dass der Sieger das gerne machen will. Also wenn ich das Turnier gewinnen würde, ich spiele ja nicht mehr, dann würde ich sofort die Lederhose anziehen. Würde mich nicht stören. Weil du dann aber auch ins Auto steigen darfst. Und dieser gibt es ein Geschoss, so ein richtiges, schönes, flaches Flunderteil. Ja, genau. Ich habe es einmal kurz schon gesehen. Es ist ein i8, heißt der so? i8, ich bin kein Auto nah. Ich habe nur geschaut und habe gesagt, das wäre schon ein Gerät. Das ist, ja, sozusagen das Flaggschiff der BMW-Flotte, i8. Ein Auto der Zukunft, natürlich mit Elektroantrieb. Und insofern ist es ein Schritt in die Zukunft. Ein sehr, sehr modernes Fahrzeug, ein sehr besonderes Fahrzeug. Und das ist natürlich für den Sieger nochmal das i-Tüpfelchen. Vor ein paar Jahren, da du ja regelmäßig da bist vor dem Turnier, haben wir ja schon gewitzelt, ob du immer dann so die schwere Aufgabe übernehmen darfst, alle Siegerfahrzeuge mal kurz einzufahren, um zu testen, dass sie auch wirklich in Ordnung sind. Ist es möglich in diesem Jahr? Kannst du dich da mal reinsetzen? Werde ich nicht schaffen. Ich bin jetzt schon so eingespannt, dass ich dafür kaum Zeit habe. Muss aber auch sagen, dass ich mit Familie hier bin und da ein bisschen mehr Platz brauche. Also gut, eine Familienkutsche wäre es dann nicht in dem Fall. Aber die meisten Tennisspieler, ich glaube, die sind noch relativ jung. Da kommt die Familie später nach. Genau. Wenn Boris Becker kommt, dann wird es auch für dich wahrscheinlich ein großer Moment sein. Nicht nur, weil er der bekannteste deutsche Tennisspieler ist aller Zeiten bisher. Mal gucken, was Alexander Zverev so reißt. Du hast auch mit ihm zusammen Turniere gewonnen, Doppelturniere damals. Und rührt sich dann richtig sowas in dir nochmal? Ja, es ist einfach ein Treffen unter Freunden. Wir sehen uns hin und wieder auf der Tour, meistens in Wimbledon, weil er dort natürlich auch aktiv ist und ich dort auch eine Aufgabe habe. Insofern freuen wir uns immer auf jedes Wiedersehen sozusagen. Sprechen natürlich auch über die alten Zeiten und haben da eigentlich immer ein Schmunzeln auf den Lippen und eine ganz gute Zeit. Jetzt bekommt er diesen Award, den IFITOS Award, den es ja seit ein paar Jahren gibt. Kommt er da, weil er sagt, okay, der Award ist mir wichtig oder weil er das Turnier liebt? Wie ist das bei ihm? Gut, das müsst ihr selbst beantworten. Ich weiß, dass Boris vor 2 Jahren da war und das Turnier hat ihm sehr gut gefallen. Und er war gerne hier, hat einen guten Tag verbracht bei uns auf der Anlage. Wir hatten noch ein paar Stunden Zeit, das Turnier zusammen zu genießen. Und ich freue mich, dass er wiederkommt, dass er den Award entgegennimmt und dass er ein paar Stunden bei uns ist. Die Wettersituation, die wir vorhin angesprochen haben, lockt die mittlerweile Spieler? Schreckt die eher Spieler ab? Weil es gibt ja welche, die sagen, okay, ich will mal kommen, um das zu erleben. Und andere, die wahrscheinlich sagen werden, da fahre ich doch lieber in die südlichen Gefilde, wo mir die Temperaturen entgegenkommen. Ja, ich denke, dass die Spieler die Qualität unseres Turniers sehr zu schätzen wissen. Wir sind ein sehr traditionsreiches Turnier. Und wie gesagt, ich war letztes Jahr sehr, sehr positiv angetan, wie cool die Spieler geblieben sind. Alle haben ihre Matches gespielt, haben sich entsprechend vorbereitet. Es gab nie ein negatives Wort oder ein schlechtes Wort. Es gab sogar ein ganz witziges Zitat am Ende des Turniers vom Doppelsieger aus Finnland, der gesagt hat, Mensch, jetzt stehe ich hier als Sieger beim Turnier und als ich ankam, am ersten Tag, Samstag der Qualifikation war ich hier, dann kam der eine oder andere Schneeschauer, da habe ich mir schon gedacht, das ist mein Turnier, wenn, dann gewinne ich hier. Ja. Ich kann sagen, für einen Finn ist doch... Genau, das war das perfekte Wetter. Für den war es wahrscheinlich Sommer. Genau, wir waren auch vor 2 Jahren, als Andy Murray da war, war das Wetter auch so durchwachsen, da hatten wir doch schon ein paar Regentage auch. Das war dann schon vielleicht ähnlich schottisches Wetter. Andy Murray hat es auch gut getan, hat Turnier im Packen, Finale gegen Philipp Kohlschreiber gewonnen. Also die Spieler sind da sehr professionell und sind sehr, sehr gut damit umgegangen. Was gibt es drumherum? Das ist immer so die einfachste Frage im Prinzip, was gibt es noch? Aber es war ja angekündigt, du machst 100 Frauen glücklich, indem du ihnen Champagner einschenkst. Das ist immer so, ich muss sagen, ich finde es immer recht nett, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, das ist, ja, wir haben viele Fans natürlich, die zu uns kommen und viele weibliche Fans natürlich auch. Die deinetwegen kommen oder wegen des Champagners? Die kommen, denke ich, ich denke, die kommen wegen dem tollen Tennis, was man bei uns sieht.
Wir haben also diverse Aktivitäten. Wir haben natürlich auch einen Kids Day, wo wir ein paar Aktivitäten haben für Kinder, weil es immer unser Anliegen ist, auch die Sportart Tennis Kindern zugänglich zu machen, den Kindern praktisch die tollen Seiten am Sport auch nahezubringen. Wir haben da viele Trainer, die mit Kindern spielen können und Spieler natürlich auch mit eingebunden sind im Kindertraining. Finde ich auch schön, dass Spieler sowas machen. Wir haben dann natürlich auch ein kleines, wenn man so will, so ein Kids-Areal für Kinder, wo Kinder dann basteln können, malen können, sodass Kinder auch beschäftigt sind. Die sind dann dort betreut, sehr gut betreut, sodass die Eltern dann auch Tennis schauen können und wissen, dass die Kinder gut betreut sind. Wir spielen Samstag ein Pro-Am, am Samstag der Qualifikation, am 29. April. Pro-Am mit vielen ehemaligen Spielern, mit dem einen oder anderen Prominenten, der auch gerne Tennis spielt. Das ist auch immer ein ganz schönes Event mit einem tollen Abend dann. Haben am Sonntag, den 30. April, die Players Night bei uns auf der Anlage und über die Woche. Boris Becker. Also da genau, mit der Ehrung von Boris Becker. Und wir haben dann also diverse Aktivitäten über die Woche. Ich würde mal sagen, es ist eine spannende Woche. Es ist eine vollgepackte Woche von tollen Events, tollen Spielen. Und ich merke immer bei mir selbst, wenn es so die Zeit nahe rückt ans Turnier, dann steigt auch die Begeisterung, ein bisschen die Nervosität, was auch gut ist, weil damit auch eine gewisse Freude verbunden ist auf das Event an sich. Und ich freue mich, wenn es bald losgeht. Seit 2008 Turnierdirektor. Bleibst du dabei? Wirst du auch die nächsten 10 Jahre nicht nur das Turnier betreuen, sondern auch hierher kommen? Gerne. Na wunderbar. Ja, dann haben wir es ja fürs nächste Jahr schon geklärt. Dann drücke ich die Daumen, dass das Wetter passt. Wenn es vielleicht ein bisschen mal ein kühles Windchen hätte, wäre nicht so verkehrt. Kurze Hose habe ich dabei. Na gut, du musst ja auch nicht spielen. Du kannst ja entspannt an der sozusagen dann sein. Ich spiele schon ab und zu mal morgens, früh morgens, bevor es losgeht. So um 7, halb 8, 9 bin ich schon mal auf der Anlage und schlage mal eine Stunde ein paar Bälle. Da drängt sich die Frage nach einem Comeback jetzt auf. Wird es nicht geben. Ich spiele dann nur für mich und habe immer 3 Ziele. Spaß haben, schwitzen und unverletzt vom Platz kommen. Okay, also leider, wir müssen die Tennisfans enttäuschen. Ein Comeback des großen Doppels, Patrick Kühn, Boris Becker, wird es nicht auf dem Platz geben. Patrick, danke, dass du da warst. Vielen Dank.